Ja gut, mit 40k sieht es natürlich wieder anders aus. Let's go. Jetzt können wir von Jinan die mechanische Kreissäge abkaufen. Ich weiß nicht mal wozu, aber wir haben jetzt eine. Gute Wahl, du hast einen untrüglichen Spürsinn. Dieses Item steckt voller Mechanismen, deren Funktionsweise unbekannt sind. Wow, danke. Solltest du das Rätsel des Apparats lösen, so wirst du mit einem Preis belohnt. Du kannst dich schon auf meine nächste Lieferung freuen, komm bald wieder vorbei. Gibt er uns immer so komische Sachen oder wie? Hör mal! Jetzt ist die Musik komplett, oder? Beziehungsweise ist es eine andere. Das ist jetzt Jubelstartsmusik, oder? Ha. Ist mir erst jetzt gerade aufgefallen. Sefi, dein Einsatz hat mich motiviert. Wen soll ich für dich herbeirufen? Bitte weh. Warte, was? Ich kann gegen jeden kämpfen? Warte mal, Igna. Wer ist das? Ich kann hier gegen Leute... Igna vom Sicherheitstrupp. Boah, Madame. Ich kann jetzt hier gegen Leute kämpfen, random, oder wie? Okay. Na gut, Boah, Madame hat eine Hardcore-Schwäche gegen Flammenwurf, ne? Wie cool, okay. Nice. Oh, Gastrodon. Gastrodon. Ey, Hyperstrahl ist so eine Vernichtungsattacke einfach nur. Sieht so geil aus. Oh, ein Felinara. Okay. Knuddler. Ui. Okay. Felinara, tankst du einen Hyperstrahl? Boah. Nein. Nicht mal ein Felinara tankt einen Hyperstrahl. Kampfende. Die Art und Weise, wie du mit deinen Pokémon Kämpfe bestreitest, wirklich einzigartig. Hier leveln sogar Pokémon. Okay. Ihr werdet doch sicher noch viel stärker werden. Ich werde mich natürlich hier den Disziplinen widmen. Wen soll ich für dich herbeirufen? Krass, Alter. Okay, wir können jetzt halt wirklich gegen jeden kämpfen, scheinbar, ne? Okay, dann kämpfe ich halt mal gegen so... die ersten drei. Vielleicht kämpfen wir noch gegen die anderen. Aber erst kämpfen wir gegen die hier. Und bis dann sollte vielleicht unsere beiden Starter sich entwickeln können. Und dann sehen wir direkt die Starterentwicklungen, Guys. Warum bin ich... Ach, Digga. Ich wollte eigentlich den Flammenwurf rauszünden. Der kann ja hyperstrahlen, ne? Der vernichtet einfach alles. Noch ein Gastrodon. Matschbombe wird resistiert. Du wirst gleich Carsten Stahl treffen. Ah! Oh! Ha! Okay. Es ist
eher ein Kamehameha. Ja, echt. Ist echt eher ein Kamehameha. So, wir gehen für den Gedankengut. Ich hoffe, dass ich nochmal eine Poison überlebe, Leute. Bei dir zu Hause ist jetzt... Was ist bei mir zu Hause? Shit. Keine Poison mehr getankt. Damn. Okay, dann dann eben Dixel Kong. Jetzt haben wir halt auch die Original-Sinnoh-Musik, ne? Also nicht original, aber ihr wisst, was ich meine. Was du für 20k... Ah, die Kreissäge. Okay. Nice. Okay. Das war's. Okay, kriegt man was, wenn man alle besiegt hat? Oder wie ist es? So, Belila. Oh, gegen sie? Hey, ich bin Belila und ich kann auch kämpfen. Und ich bin auch dabei. So, der Dude kann halt Unlichtattacken, glaube ich auch, ne? Stammpauke und so ein Kram kann er alles auch, aber... So, ich will jetzt mal aus seiner Perspektive sehen, wenn auf einmal so ein Hyperstrahl auf uns zukommt. Oh, wir haben verfehlt. Oh, nice. Boah, der Guy Magin. Gar keinen Bock hier zu stehen. Ein Luxtra, okay. Warum kommt der jetzt als erstes dran, hä? Oh, der Knirscher, was soll reichen. Okay, die hat 4 Pokémon. Gut, Knirscher wird resistiert, Donnerzahn wird resistiert, Lego. Drillingspfeile, somit kriegen wir den Boost wahrscheinlich länger. Hat sie einen Gastrodon? Nein, jetzt hat sie natürlich einen Kramchef, Digga. Oh je. Sturzflug. Oh nein. Aeroas. Vierfach. Und wir tanken's. Oh mein Gott. Eissturm. Upp. Das ist kein Step, aber das war... ist, glaube ich, immer ein Crit, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Eieieiei. Okay, dann... Puh. Shiny haben wir Diffel. Doppelter Risikotackle. Oh! Oh, das war ein Crit. Was kommt als letztes? Ein Zoroark. Oh! Oh no! Eisenschweif. Bam! Oh, ganz knapp. Ui, ganz knapp. Finstaura sieht auch verdammt cool aus, ne? Muss man an der Stelle einfach sagen. So, jetzt haben wir nur noch Dixel. Alter, die Kämpfe hier sind nice. So, Flammblitz.
So, die ersten drei Trainer haben wir besiegt. Drei to go, aber das machen wir später irgendwann mal. So, Hauptsache, die Starter sind jetzt alle auf Level 36 und jetzt kann ich die entwickeln. Meine Freunde, seid ihr ready für die Starterentwicklungen? Ich bin gespannt. Ich habe mich extra nicht spoilern lassen. Damit das hier eine Überraschung bleibt. Hisui Tornupto. Wie sieht der denn aus? Wie drollig sieht der denn aus? LOL? Okay, Moment, das will ich mir ansehen. Oh. Oh, süß, der sieht kinda cute aus. Aber hat er keine Flammen mehr? Der hat safe Flammen, oder? Okay. So, dann noch den letzten der Starter. Und zwar Zwotronin. Muss mit ihm kämpfen, okay. Bei Zwotronin bin ich am meisten gespannt. Hier bin ich am meisten gespannt. Erstens auf die Typenkombi, zweitens aufs Aussehen. What the fuck? Der sieht richtig cool aus. Alter, das Atmurai sieht richtig cool aus. Es sieht aus wie das normale Atmurai, nur in cool. Nur in remastered. Als hätten sie das nochmal überarbeitet. Nice, okay. Oh, guck mal, der schläft, der Junge. Okay, hier, Moves. Klingenschwall. Der Anwender greift die Schwachstelle des Zieles mit einer klingengleichen Muschelschale an. Dies nimmt durch verstreute Muschelsplitter wiederholt Schaden. Oh, Moment, ist es Wasser und Licht? Oh, damn. Okay. Und was bist du? Feuergeist? Lol. Okay, der hat keinen Signature Move. Oder noch nicht. Okay, wir lernen dir Flammenwurf. Sternschauer ist okay. Alter, warum hat Tornupto so Garbage-Moves? Das ist ja traurig. Okay, das sind also die drei Starter. So, Brudi, wach auf. Ha, okay. Die sehen alle leicht anders aus. Nicht ganz krass was anderes, aber ich finde, die haben einen richtig schönen neuen Touch dazu bekommen. Oh, guck mal. Das Samurai hat sich hingelegt. Schau mal, wie der schläft, der Junge. Ich finde, die sehen alle cool aus. Also Atmurai ist safe cooler als das normale Atmurai, auch vom Typen her. Bei Bouts finde ich beide ganz cool. Die hier maybe ein bisschen cooler. Bei Tornupto bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Müssen wir mal kämpfen. Feuergeist ist halt mega nice, though. Du-du-du. Du, 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 du.
Ich finde es so schön, dass jetzt endlich die Musik da ist. Magieflamme passt richtig gut zu ihm, Alter. Passt er mal böse zu ihm? Gigastoß, Spukballon, Magieflamme passen richtig, richtig gut zu ihm. Er kann Ableithieb und Steinhagel, lol. Unheilböen ist auch nice, Gedankengut. Kann man halt alles machen, ne? Sind sehr gute Moves. Was kann Atmurai noch? Was kann Atmurai? Der kann Fensteraura und einen Eisstrahl. Gigastoß. Kreuzschere, Psychokinese, Gifthieb. Alter, der hat übel viele Attacken. Sind die eigentlich speziell oder physisch? Also Amurai muss ja fast physisch sein, ne? Du bist eher speziell. Du bist definitiv eher physisch. Okay. Interesting, aber cool. Gefallen mir echt gut. So. Wie sieht's eigentlich aus? Entwickelt sich mal dein... Ich habe gerade 3 Starter entwickelt und du schaffst es nicht, im Wampel zu entwickeln, Junge. By the way, das soll jetzt bei mir zu Hause sein, die Säge. Da gehen wir jetzt mal rein. Amurai kann physisch unspeziell sein, okay. So, wo ist jetzt diese Säge? No way. Das ist Rotom. Dieser Rasenmäher, Ginkgo-Gilde entstanden. Das ist Rotom. Man kann hier für 20k jedes Mal eine Rotom-Form dazu kaufen. Oh my goodness, give me the Rotom. Give me the Rotom. I want the Rotom now. I want it. Hat Rotom eine Hisui-Form? Tja, das werden wir herausfinden, falls wir Rotom jemals sehen sollten. Soll man die sagen, wo es die gibt? Ein Tipp? Wo es was gibt? Rotom selbst oder die Dingens oder? So, Madame. Du hast wirklich Beachtliches geleistet. Aber wurde das nicht erst in der Moderne entdeckt? Stimmt, eigentlich weird, wenn hier eine Waschmaschine rumläuft, oder? Weil es gab doch hier keine Waschmaschinen. Oder? Oder gab es Waschmaschinen? Die rote Kette scheint dir von Nutzen gewesen zu sein. Du hast deine Aufgabe redlich erfüllt. Doch was führt dich wieder zu mir? Habe ich meiner Pflicht noch nicht genügend getan? Es geht um Arceus. Vor 1000, nein, sogar 2000 Jahren verehrten meine Vorfahren, ja, 1000 plus minus kommt nicht drauf an, ne? Die alten Sinuaner Arceus als Schöpfer der Hisui-Region. Und die Ahnen von Axanthor, Damithir und den anderen sollen je einen Teil von Arceus erhalten haben. Die Tafeln. Eure Hoffnung ist unbegründet, ich weiß leider auch nicht mehr. Mit der Zeit geriet das Wissen über Arceus in Vergessenheit. Wieso sonst hätten der Diamant-Clan und der Pearl-Clan die Algea oder Palkia verwechselt? Wenn wir mehr wüssten, könnten wir vielleicht in Erfahrung bringen, warum Sephiroth in diese Welt gefallen kam. Stimmt, wir wissen eigentlich noch gar nichts, ne? In der Hisui-Region gibt es noch einige andere außergewöhnliche Pokémon. Ob die mit Arceus zu tun haben, weiß ich nicht. Ah, die Mondsichel? Der Mond. Du musst den Mond grüßen. Verstehst du, was damit gemeint ist? Begib dich jedenfalls zum Kraterberg Hochland. Der Mondgruß. Diese 3 Pokémon kennst du bereits. Du hast für ihn die rote Kette. Gib dich zu denen und zeig ihm, wie stark du geworden bist. Die Tafel der 3 Seen. Den Vulkan findest du auf der Feuerspeierinsel. Der Riese des Tempels. Das Geheimnis des Blitzach-Tempels. Warte mal, des Blitzach-Tempels? Ist das Regi? Oh, der Blitzach-Tempel, da wo wir drin waren, wo wir die Sachen gelöst haben. Da drin ist Regigigas. Genauso wie in Blitzach. Und die Mondsichel ist auf jeden Fall Cresselia. Und der Vulkan ist Heatran.
Und die Pokémon der Seen sind die drei. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Wenn die drei je 1 geben, dann sind wir auf 17. Also wenn die je eine Tafel geben, sind wir genau auf 17 Tafeln. Der Rest hängt nun von deinem eigenen Willen ab. Der Riss in Raumzeitgefüge hat einige Pokémon hervorgelockt, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt. Es war eine gute Entscheidung, hierher zu kommen. Wir haben äußerst nützliche Informationen erhalten. Oh, die Tafel, ja, kann beginnen. Warte mal, ist da noch was dazugekommen? Nee, ich glaube nicht, ne? Okay. Sefi, ich habe schon erwartet, aber Pokémon sind tatsächlich Rätselslösungen. Mit Hilfe der Texte auf der Rückseite ist es uns möglich herauszufinden, wie man auch Arceus begegnet. Such du bitte nach den Pokémon, die zwischenzeitlich nur andere Spuren nach. Arceus, das eine Hisui, das die Hisui-Region erschaffen haben soll, ich wage kaum, es mir vorzustellen. Maybe ist Arceus dann der Secret Boss, oder wie? Also haben wir das Spiel noch gar nicht abgeschlossen. Huh. Okay. Ich lasse noch ein paar Items hier und dann geht's los. Zack, zack, zack. Ja, das ist alles fein. Wir haben jetzt alle drei Starter im Team, ne? Zum Glück haben die einigermaßen stabile Wesen. Ha, Paperboy, wie würdest du es zeitlich einschätzen? Wie lang haben wir noch? Das wird schon noch ein Stückchen dauern, nehme ich mal an, ne? Ich habe Kunde von Dingens bekommen. Du willst Steintafel sammeln, ne? Folge mir zum Strand des Aufbruchs. Ach, hier. Ha. Huh. Je nachdem, wie schnell du bist, 2 bis 3 Stunden. Okay. Ja gut, dann werden wir das wahrscheinlich heute nicht mehr fertig kriegen. Warum hat er wieder seine Rüstung an? Der Strand des Aufbruchs, so vieles hat hier seinen Anfang genommen. Wohlan, genug der Worte. Stell dich mir. Was will denn der schon wieder? Er will schon wieder kämpfen? Er will schon wieder aufs Maul? Er hat 5 Mons? Oh oh. Ich habe 3, ich habe 2 richtig schwache Mons dabei. Okay. Hahaha. Ja, 3 Mons, die man kaum gebrauchen kann, ne? Oh je. Basti ist da, komm. Komm raus, mein Freund. Mach den Typ weg. Shit. Okay, Top-Genesung, kein Problem. Ja, komm. Hyro! Yes. Oh, Crit. Gibt es hier Rolls? Ich glaube nicht, ne? Ah, Digga. Warum kommt der jetzt wieder zuerst dran, Mann? Jetzt haut er halt wieder meinen Mon weg. Aura schwingen ist aber eine geile Attacke, ey. Vielleicht hole ich mir Wasserquill auch ins Team. Ja. Jetzt kann ich zu ihr rauskommen. Oh, schau mal, das ist eine fucking Flamme.
Ich hätte Gedanken routen sollen. Nicht angreifen. So. Er wird auf Knirscher gehen. Ich wechsle auf Panferno. Tanke den Knirscher. Oder nicht. Weil er einfach gar nichts macht. So, Protzer. Check's nicht. Manchmal kann ich wechseln, manchmal kann ich nicht wechseln, ohne dass ich angegriffen werde. So, da kommt die Pferdestärke. Macht mir halt nix. Du bist ein Witz. Ey, der hat halt echt gute Pokémon für alles, ne? Also... Kampf, dann kommt er mit Fee raus. Vorher, also der Dude hat gut vorgesorgt. So, ich gehe jetzt aber trotzdem auf einen Tarnstein-Flairblitz-Kombo. Burn. Burn! Ich wollte eigentlich Kraftdingens machen. Aber egal. Oh oh. Ja, das war's für Dixelkong. Aber Burn und die Steinspitzen werden Pixie killen. Okay, Ambidiffel. Komm doch mal rein. Mach kein Harakesh jetzt. Scaraborn. Okay. Nahkampf? Nadelrakete. Schwertkampf. Ah ja. Ja, goodbye. Butz! Okay! Seit unserem Zweikampf auf dem Kraterberg bist du wieder deutlich stärker geworden. Vielleicht hat dich im wahrsten Sinne des Wortes der Himmel geschickt. Hier, die ist für dich. Oh, er hatte die Fausttafel. Ich habe gleich gemerkt, dass ihr eine Kraft innewohnt. Es erscheint mir nur angemessen, wenn sie im Besitz desjenigen, der ebenfalls hier strandete. Nicht nur, dass wir, Diamond Pearl, wir alle wurden vom Sinnoh geleitet. Vielleicht sollten wir dieses Land statt Hisui besser Sinnoh-Region nennen. Oh. Ich habe zwar kein Recht, das zu sagen, aber ich bin froh, dass unser Forschungstrupp ein so talentiertes Mitglied wie dich gefunden hat. Oh, daher kommt der Name. Stimmt. Wie kommen die eigentlich auf ehrwürdiger Sinnoh die ganze Zeit? Weil Sinnoh ist ja nicht die Region. Hisui ist die Region. Nun gut, dann will ich dich mal nicht von deiner Forschung abhalten. Was ist denn genau Sinnoh? Ist es der Name für Gott quasi oder wie? Der ehrwürdige Gott? So, auf dem Acker gibt es bestimmt wieder geile Minzen. Moin, Wolmaria, na, wie geht's?
Haben die etwa noch nicht geerntet? Digga, ich habe die Welt gerettet in der Zeit. Was machst du denn? Nahbahn, Alter. Okay, gut. Wo gehe ich denn jetzt hin? Was ist der nächste Move? Ey, aber krass, wie sich das Dorf entwickelt immer, ne? Das ist echt interessant. Ey, bin ich doof oder gab's diese Laternen vorher schon? Gab's die vorher schon? Ich kann mich irgendwie nicht an diese Laternen erinnern. Vielleicht bin ich auch plemplem, Alter. So, okay, also beim Vulkan, right? Laternen sind neu. Ja, siehst du, Scooty ist auch der Meinung. Ein gemeinsames Fest mit beiden Clans und der Galaktik-Expedition. Es war ein Traum. Hör mal, Sefi. Rani, nein, Rana. Also Rana möchte was mit dir besprechen. Genau. Ich möchte dich dabei haben, Perla. Du scheinst nicht sonderlich begeistert zu sein. Nee, da ist es mir zu heiß. Also Perla, das ist der Ort, an dem ich mich um Akani kümmere. Wie kannst du so herablassend darüber reden? Rani, du sollst mich nicht vor anderen so nennen. Oh, entschuldige. Okay. Ich habe Bock auf Heatran, guys. Ich habe richtig Bock auf Heatran. Ich weiß nicht, wie ich mein finales Team machen soll. By the way, warte mal. Feuergeist? Er hat eine doppelte Schwäche, ne? Wasser und Licht ist gut gegen Feuer und Geist. Oh, apropos. Ihr habt ja gesagt, ich soll die mal im Kampf verwenden, ne? Yalla! Oh! Oh! Okay! Alright! Flammenwurf. Cool. Cool, cool. Ja, wechseln wir mal zu Amurai. Haben zwar einen Typen-Nachteil, aber ist egal. Der Levelunterschied ist groß genug. So, Amurai hier in seiner natürlichen Umgebung, meine Freunde. Klingenschwall. Oh, oh. Oh my goodness. Alter, die Attacke ist aber richtig cool. Ich hoffe, das Dingens auch noch eine kriegt. Hat Tornupto auch eine? Oder ist Tornupto der Einzige, der keinen Signature-Move hat? Das wäre mega weird. Auf 40? Okay. Moment, was für ein Level hat er? Oh, 39. Na, sieh mal einer an. Okay... Salamagnes. Let's go. Okay, in einem Level ist es soweit demnach, ne? Was hat Tornupto für Typen? Geist, Feuergeist. Hat also den gleichen Typen wie Skelabra. Mega cool ist. Alter, wie smooth der Übergang einfach ist, ne? Zwischen den Verwandlungen. Ist einfach cool. So. Guck mal, da ist sie ja schon. Möchtest du gegen Akani antreten? Ah, Moment. Ich kann hier einfach gegen Akani spielen, quasi. Aber das will ich... Dafür bin ich ja nicht hergekommen, oder? Oh, hier... Oh, guck mal, hier sind die beiden.
Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, Sefi. Suzuki kommt Rana etwa nicht? Also sie... Es ist so, sie stattet gerade Arcania im Besuch ab. Im Ernst? Wie gemein von ihr. Sie weiß doch genau, dass ich Hirze nicht gut vertrage. Die Wächterin des Königs der Insel ist voller Güte. Sie würde niemals in böse Absicht tun. Wie dem auch sei, lass uns hineingehen. Okay. Ah. Es ist Heatran, meine Freunde. Fucking cool, bruh. Vorsicht, Sefi. Wir haben Gesellschaft. Alter, wie nice. Wie cool. Was mache ich hier? Moment. Hier liegen überall diese Lehmbälle rum. Muss ich diese Lehmbälle schmeißen? Oh Gott, oh Gott. Okay, okay, okay. Ich werde hier sowas von sterben, Digga. Ja! Oh Gott. No! Warte mal, wo... Oh Gott, du wurdest gerettet. Wie zum Teufel... Okay. Ich muss scheinbar mit diesen Lehmbällen auf das Teil schmeißen. Warte mal, kann ich nicht? Doch, ich kann einfach hier. Komm. Okay, ich war ein bisschen überfordert. Um ehrlich zu sein, das ging ein bisschen quick. Keine Erklärung, kein gar nichts. Direkt ein Angriff, der dich verfolgt. Vielleicht muss man durch den Angriff durchdodgen oder so, ne? Hey, Digga, der erwischt mich halt hier schon. Okay, also das Ausweichen dem Dude ist nicht so easy. Ey, Digga, chill mal. So, Abmurai ist zwar nicht das, mit dem ich eigentlich leaden wollte, aber it is what it is. Oh Mann, Alter. Ja. Klingenschwall. Die Frage ist, was passiert, wenn ich es besiege? Ich will es ja fangen. Und warum ist das Ding wieder weiblich, Alter? Ist Heatran immer weiblich irgendwie? Ich hasse weibliches Heatran. Kann ich sterben und dann ist es männlich? Oder ist es jetzt immer weiblich? Oder kann ich resetten? Vielleicht ist es dann shiny. Muss es fangen, ist die Quest, glaube ich. Vielleicht resette ich einfach nochmal und gucke, dass es männlich ist. Weil ich habe halt echt keinen Bock auf ein weibliches Heatran. Bin ich ehrlich mit euch. Dann kill es. Meinst du, kann ich das dann nochmal machen oder wie? Du wirst ja nicht aus dem 100% gelockt, weil du es tötet, denke ich.
70% weiblich, 30% männlich sein, du frauenfeindlicher, du. Heatran, friss das! Du musst es fangen, versuch's nochmal! Oh Gott. Bro, ich kann nicht dodgen. Ich bin einfach zu dumm scheinbar fürs Dodgen. Und dem kann ich auch nicht ausweichen. Es ist wieder weiblich. Ist es jetzt immer weiblich oder? Oh, come on. Warte mal, er burnt mich jetzt eh, ne? Warte mal. Speichert doch vorher. Ich habe gespeichert. Ich will nur wissen, ob ich das so resetten muss oder wie auch immer. Oh, Crit. So. Wir haben das Heatran besiegt. Wir müssen es fangen. Okay. Also das finde ich gut, dass man hier unendlich möglich, also unendliche Tries hat quasi, ne? Aber die Frage ist halt... Kriegt man hier denn... Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, ne? Ja, dem kannst du nicht ausweichen. Also das kannst du vergessen. Diesen einen Move dodgst du halt nicht. Goddammit. Nee, warte mal, es war eh ein Weibchen. Ich versuch einfach mal das Spiel neu zu laden. Also laut Chat... Ist Heatran oder generell sind die Legis shiny locked, aber das Wesen genauso wie das Geschlecht etc. ist nicht gelockt. So. Dann protzen wir. Erdkräfte tanken wir, ist nicht stab. Und jetzt gehen wir auf einen richtig schönen Ableithieb. Der dürfte saftig reinklatschen. Oh, ich muss das Ding ja fangen. Ich muss das Ding ja fangen, Digga. Du musst es fangen. Versuch's nochmal. So. Ein schwacher... Nein, jetzt ist es weiblich. God damn it. God fucking damn it, Bro. Fuck off. Ich hab's besiegt und jetzt hat's eine Geschlechtsumwandlung hinter sich, Leute. God damn it, Bro. Ja, ich werde das Ding jetzt so lange killen, bis es wieder männlich ist. Oh, und es ist wieder weiblich. Das gibt's nicht. Warte mal, kann ich raus? Kann ich rausrennen und wieder rein? Kann ich einfach rein, raus? Bald gibt es eine Geschlechtskapsel, ja.
Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Also wie gesagt, manche Pokémon finde ich das männliche Zeichen einfach... Ne, ich finde das cool, wenn da ein blaues Zeichen ist. So. Keine Ahnung. Weibliches Heatran fühle ich gar nicht. So, weibliches Heatran scheinbar 70%, 30% männlich oder so. Mega nervig. Meine Heatrans sind so oft weiblich, Alter. Das ist unglaublich. Okay, Leute. Fangen wir mal an mit dem RNG. Männlich ist es. Jetzt muss es nur noch drin bleiben. Was ist der Vorteil bei männlichem Heatran? Nichts. Ich finde nur das blaue Zeichen bei Heatran schöner. Puh, die Hitze hat nachgelassen. Arcani und Heatran spucken beide Feuer. Also kein Wunder, dass die sich gut verstehen. Hand aufs Herz, Suzuki. Hätte ich überhaupt herkommen müssen? Als Oberhaupt des Pearl-Clans, das ist doch eine ehrenwerte Aufgabe. Meinst du... Ich habe ja das Gefühl, dass Rana sich von, an mir rächen wollte. Jedenfalls gute Arbeit, Sifi. So. Gut. Da bin ich mal gespannt, was dieses Heatran für ein Wesen hat. Foxy hat dir deine Sachen zurückgeschickt von deinem Toden. Kann man das? Geht das lokal, oder? Vor allem habe ich, glaube ich, gar nicht gespeichert, oder? Ich hatte gar keine verlorenen Sachen. Oder habe ich da ein bisschen getrickst? Habe ich gecheatet? Indem ich das Spiel neu gestartet habe? So, Heatran, my boy. Nein, nicht ausruhen. Pokémon. Ah, da war's. Jetzt hat's ein Dreckswesen. Now watch. Oh mein Gott, es hat literally ein Dreckswesen. Egal, für irgendwas gibt's ja Minzen, nicht wahr? Das Ding in so einem Schwerball wäre eigentlich auch noch ganz cool gewesen, ne? Aber gut. Das Wesen kann man verändern, das Geschlecht nicht, deswegen nehme ich's. So, cool. Drei Legis haben wir also gefangen. Alright. Wie viele Punkte brauchen wir jetzt? Bis zum nächsten Dingens. Es dürften einige sein, ne? 5000? Ja. Fucking 5000. Ins Dorf zurück. Guck jetzt mal nach Tornuptus Attacke. True. Tornuptus Attacke dürfte jetzt freigeschalten sein. Ah, nein, ich muss hier rein. Bin immer verwirrt. So. Phantomparade. Angriff mit unzähligen Feuerkugeln, der dem Ziel eventuell Verbrennungen hinzufügt. Doppelt so stark gegen Ziele mit Statusproblem. Das ist das gleiche wie das, was Zoroark hat. Zoroark, nur mit Feuer anstelle von Eis. Es ist sogar der gleiche Typus. Also. Na, Brudi? Die Lieferung hat er noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Sollen wir einfach weitergehen? Ja, wir können einfach weitergehen, ne? Wir müssen gar nichts machen. Wir können einfach ins nächste Gebiet gehen. Theoretisch. Die Frage ist... Kraterberg Hochland...
Gehen wir mal in die Bergbasis. Y, die anderen Quests aktivieren, ja. Tafel der drei Seen. Das ist hier. Genau. Die Frage ist, wo muss ich hin? Das hier haben wir am wenigsten erkundet. Also hier haben wir wirklich noch viel zu entdecken. So, ich muss da hoch. Hier haben wir noch insane viel zu erkunden. So, aha. Es ist wahrscheinlich sinnlos, dich zu fragen, aber hast du schon mal von dem Pokémon Cresselia gehört? Ja, habe ich. Tatsächlich. Naja, es war zwar reines Glück, aber immerhin hast du mich besiegt. Da kann man wohl auch erwarten, dass du von ihm gehört hast. Cresselia soll die Verkörperung der Mondsichel sein. Seine Federn heißen Luna-Federn. Für mich ist Cresselia ein echter Albtraum. Seit es aufs Mondgrußkampffeld hinabgestiegen ist, versteckt sich mein König in der Höhle. Vor lauter Sorge kann ich kaum ein Auge zutun. Könntest du das Pokémon vielleicht fangen und eine seiner Luna-Federn ergattern? Du Naturellement. So, Cresselia zum Beispiel ist ein Pokémon, was für mich immer weiblich ist. Oder sein muss. Ich weiß... Oh! Oh, wow. Das verdreht mir die Steuerung. Lol. Ich weiß gar nicht, ob Cresselia ein Geschlecht hat oder ob das Ding neutral war. Ich glaube schon. Aber weibliche ist für mich das Ding immer. So. Cool. Die verschiedenen Mechanics. Bei Dingens musste man ausweichen. Und bei ihr muss man quasi in die verschiedene, ne, in die andere Steuerungsrichtung drücken. Ja, ich gehe einfach mal auf eine straighte Laubklinge. Aber ich glaube, Cresselia kann nur weiblich sein. Oder? Kann das männlich sein? Ich weiß es gar nicht. So, Psychokinese ist leider sehr effektiv. Wir bräuchten mal ein bisschen defensivere Mons, weil wir haben tatsächlich echt nicht wirklich viel dabei, was legendären Pokémon standhalten könnte. Risikotackle-Kraft, komm. Es wird schon nicht kaputt gehen. Nee, nicht annähernd. 100% weiblich, okay. Ja, aber Cresselia, bei Cresselia passt auch. Das ist halt wunderschön. So. Viscogon ist sehr tanky mit dem Schneckenhaus-Move. Ja. Das ist definitiv etwas, was wir vielleicht mitnehmen sollten. So, dann, maybe Abmurai, weil der Dude einfach alles immunisiert. Außer das Ding hat Mondgewalt oder sowas. Okay. Bleib drin, bitte. Man muss nur bitten, Freunde. You ask, you shall receive. Let's go. Die Furchttafel. Aha. Nanu, Statthänder der Luna-Federn. Hast du so eine Art Steinplatte bekommen? Oh, dass Cresselia keine Feder gegeben hat, heißt wohl, die würde ich nicht benötigen. Ja, keine üble Leistung, aber weniger erwarte ich auch nicht von jemand, der sogar es mit dem großen Tsubaki aufnehmen kann. Mit einem starken Trainingspartner wie dir wären mein König und ich noch viel stärker. Okay. Dann haben wir noch zwei Orte. Mit zwei Legis. Oh, warte mal. Ich kann ja gar nicht zurück, ne? Kann hier gar nicht mehr zurück.
So, was will ich jetzt machen ins Dorf? Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht von Map zu Map springen kann. Weil man muss so oft die Maps wechseln. Und dass man halt immer zurück ins Dorf muss, ist halt so ein bisschen... Da könnte man ein bisschen mehr Quality of Life reinbringen. So, jetzt... Tafel der drei Seen. Die Tafel des Blitzach-Tempels. Das dritte Pokémon, wo du drum gebeten hast, uns drinne blieb. Ja, true. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da oben hin, zum Blitzach-Tempel. Okay. Was war nochmal mit dir? Normalerweise spielen Vulpix, sie sollten zurückkommen. Okay, scheinbar muss ich die Vulpix einfach einfangen. Was mich wundert, was ich unbedingt in der Aufnahme mit euch erkunden wollte, ist das hier unten. Es war einfach nur eine Höhle. Okay. Okay, das ist einfach nur eine Höhle. Alright. Ah, hier wäre man rausgekommen, wenn man keine Kletter-Dingens hätte, ne? Aber wir haben ja längst Klettern. Okay. So, wenn wir schon hier sind, ihr wisst, wie es läuft. You know what it is. I'm sorry, guys, aber ich muss das immer abchecken. Hoppala. Denn ich habe wirklich die Hoffnung, bald mal ein Shiny Zoroa zu sehen. Das scheint nicht Shiny. Nope. Nope, die Nope. So. Ah, der Blitzach-Tempel. Es gibt nämlich noch andere Tempel, die... die man hier erkunden kann. Es gibt generell noch einige Dinge, die ich noch gar nicht gesehen habe, noch nicht mal drin war. So, wer ist das hier? Du gehörst zum Forschungstrupp, oder? Okay, die will einfach Arktik auf 10 haben. Gut. So. Okay. Hui. So, ein Wasserquiel sollte ich auch mal fangen. Ich glaube, das ist safe, Flugpsycho. Ich habe ja keinen Flugmon mehr, ne? Weil mein damaliges Flugmon ist jetzt ein Pflanzenkampfmon. Von einer vierfach Flugschwäche. So. Okay, hier drin soll Regigigas sein. Right? Rang erhöhen? Was meinst du mit Rang erhöhen? Ich kann meinen Rang noch lange nicht erhöhen. Leider. Brauche noch 5000. Ah, ist das jetzt auf? War das vorher nicht auf? By the way, soll ich mal meine Pokémon wechseln? Ich sage die ganze Zeit, dass ich Pokémon wechseln soll und mach's nicht. Uch, was machst du denn hier, Sefi? Den Ort, wo der Ort, wo das Finale stattfand, kennst du auch. Da wurden Tempel weggesprengt, nur Säulen blieben zurück. Was meinst du damit?
Und Aurasti, ich wünsche dir eine gute Nacht. Geheimnisse des Blitzach-Tempels lüften. Wir haben alles versucht, aber die Pforte geht nicht auf. Du bist ein Zauberer, Harry. Hier drinnen gibt's noch ein krasses Galagladi, ne? Oh, da vorne steht's schon. Da vorne steht das Ding schon, meine Freunde. Jetzt schlägt's aber 13. Was ist denn das für ein Gigant? Ja, der Gigant ist ganz sicher ein Pokémon. Meine hellseherischen Pokémon sagen, dass Fähigkeiten sagen, dass es bewegen kann. Ui. Gigas. Okay, das ist einfach ein normaler Kampf. Kommt nicht in Fahrt. Ja, wenn ich das nicht gefangen habe bis in ein, zwei Runden, habe ich ein Problem. Oh Gott. Ey, der meistert aber halt auch diesen Kack-Dani, ne? Er meistert halt den Trugschlag nie. Woran liegt das, dass der den fucking Dings nie meistert? Doppelschlag, Nassschweif, Wasserdüse, Schwertanz, Flammenwurf, Phantomparade. Boah, Digga. Er setzt halt weniger Def, ne? Weil es kein Level-Up-Move ist. Ah, deswegen. Okay, komm, ein Eisenschweif wird das Ding nicht killen, oder? Wir verfehlen natürlich. Nice, danke für den Gigantenstoß, Alter. Können wir jetzt bitte treffen? Danke. Moment mal, der Junge hat in diesem Spiel gar keine Fähigkeit. Heißt das etwa, dass der hier mit vollen Stats kämpft? Uff, Bruder. Kriegt doch noch die Kurve. Oh, oh. Jetzt ist die Kacke am Dampfen, Guys. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Hier hätte ich unbedingt irgendwas mitnehmen müssen. Fließball bleibt drin. Oh, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Neutraltafel. Was ist eine Neutraltafel? Erlangt des Typs normal, okay. Arceus ist doch schon normal. Junge, Junge, das war mal ein harter Brocken, Alter. Wie er die ganzen 70er-Legis anbettelt. So, die Tafel des Blitzach-Tempels. Kann
Kann ich mich rausporten? Ich hoffe ja. Tatsächlich. Guck mal. Geil. Aber warte mal, hier kann ich mich gar nicht... Hier komme ich nicht zurück ins Dorf. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich Knackhack fangen gehen soll. Das Krasse. Aber das ist auf der komplett anderen Seite der Map. Okay, dann bleibt noch eine Tafel übrig. Beziehungsweise drei? Fragezeichen. Und zwar bei Tobuts, Mesprit und Selfe. Die Tafel der drei Seen. Bin ich gespannt, wo ich hin muss. Ich muss an jeden See. Uff. Okay.